Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit einem Videovorschlag eines Zuschauers. Und zwar, was wäre, wenn Simba sieht, dass Scar Mufasa getötet hat, Scar die Hyänen nicht kennen würde und Timon und Pumba in der Wüste nie auf Simba stoßen würden und Simba dort sterben würde. Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder My Pride auf Deutsch interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du den Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. So, grundsätzlich ist diese Theorie etwas schwer zu bearbeiten, denn ganz egal was passiert, hier kann es eigentlich fast nur schlecht ausgehen. Und außerdem ist da mehr oder weniger auch ein minimaler Widerspruch drin. Denn wenn Scar die Hyänen nicht kennen würde, könnte er Mufasa zumindest nicht so, wie wir es im Film sehen, töten. Und wir wissen auch, dass Scar nicht stark genug ist, Mufasa in einem Kampf zu besiegen. Also können wir den Part, dass Scar die Hyänen nicht kennt, schon mal aus der Theorie streichen, denn wenn Scar die Hyänen nicht kennen würde, würde er es vermutlich nicht schaffen, Mufasa vom Thron zu stürzen. Aber kommen wir mal zu dem Part, was wäre, wenn Simba sieht, wie Scar Mufasa tötet. Zum einen gäbe es hier die Möglichkeit, dass Simba das Ganze sieht, dann in die Schlucht zu Mufasa läuft, und als Scar dann auch in die Schlucht kommt, würde Simba ihn damit konfrontieren. Allerdings gehe ich persönlich davon aus, dass Scar ihn dann direkt töten würde. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Simba sieht, wie Scar Mufasa tötet, er dann in die Schlucht kommt, Scar dann dazukommt, Simba ihn damit konfrontiert und Scar ihn damit droht, dass er als Nächster sterben würde und dass er laufen sollte. Daraufhin würde er ähnlich wie im Film versuchen, die Flucht zu ergreifen. Und entweder würde er versuchen, zum Königsfelsen zu fliehen und ich könnte mir vorstellen, dass er das nicht schaffen würde und die Hyänen ihn auf dem Weg töten würden. Oder er würde ähnlich wie im Film die gleiche Strecke flüchten, dann in dieses Dornen-Dings da reinfallen und über die Wüste entkommen. Und entweder würde er hier dann auf Timon und Pumba stoßen und bei denen weiterleben, oder es würde so wie in der Theorie vorgeschlagen, darauf hinauslaufen, dass Timon und Pumba ihn nicht finden und Simba dort stirbt. In unserer dritten Theorie würde sich das Ganze aber etwas ändern. Denn hier würde er sehen, wie Scar Mufasa die Schlucht runterwirft, aber er würde nicht in die Schlucht laufen zu Mufasa, sondern er würde zum Königsfelsen laufen und seine Mutter zu Hilfe rufen. Und dann hätte Scar ein Problem, denn in allen anderen Theorien wäre es darauf hinausgelaufen, dass er zum König wird. Wenn Simba das Ganze aber überlebt und dann auch noch an Sarabi weitererzählt, hätte Scar ein Problem, er würde vermutlich verbannt werden. Und möglicherweise würde Sarabi dann, bis Simba erwachsen ist, über das geweihte Land herrschen und den Thron dann an Simba weitergeben. So viel zu dieser Theorie. Wenn ihr irgendwelche anderen Ideen habt oder Vorschläge, was noch passieren könnte oder wie es weiterlaufen könnte, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube, das war ein guter Vorschlag für ein kleines, entspanntes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!